Wir in Klasse 7-4 haben für euch ein sehr ausgefeiltes Programm ausgearbeitet. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Und nun übergebe ich einmal das Wort noch an Frau Lehold. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr herzlich begrüße ich Sie und euch alle heute zu unserem Abschlussfest. Liebe Eltern, liebe Schüler, Sie und ihr wisst, dass wir uns verstärkt um die Schülerinnen und Schüler bemühen, die Schwierigkeiten beim Lernen haben. Das ist auch gut und richtig so, denn wir wollen möglichst keinen auf der Strecke lassen. Genauso wichtig ist uns aber die Förderung von Begabungen. Unsere heutige Ehrung unserer Jahrgangsstufe Besten ist inzwischen ein wichtiges Ritual an unserer Schule, das zur Pflege unserer Kultur der Anerkennung beiträgt. Und wenn ich unsere sage, dann meine ich uns alle. Denn um hervorragende Leistung zu erbringen, bedarf es immer der Unterstützung und Ermutigung durch andere. Deshalb denke ich, dass ich auch im Namen unserer Auszuzeichnenden spreche, wenn ich Ihnen, liebe Eltern, heute an diesem Tag zuerst danke. Sie unterstützen Ihre Kinder beim Lernen an der Schule und haben entscheidenden Anteil an der Werteerziehung. Ein besonderes Dankeschön gilt heute dem gesamten Lehrerteam unserer Schule. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für Ihre engagierte Arbeit auch im Schuljahr 2015-16. Ich weiß, dass Sie mehr getan haben, als Sie tun mussten und weit mehr, als vielleicht nach außen sichtbar ist. Und wirklich große Dinge in der Welt geschehen immer nur, wenn jemand mehr tut, als er muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler ist auch unser gemeinsamer Erfolg. Wieder ist ein Schuljahr um und zum dritten Mal feiern wir unsere Jahrgangsstufenbesten alle gemeinsam in diesem großen Rahmen. Wir wollen, dass Leistung, in unserem Fall akademische Leistung, honoriert wird, dass Fleiß und Zielstrebigkeit sich lohnen. Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler im produktiven und fairen Wettstreit mit Bestleistungen künftig auch darum kämpfen, unsere Jahrgangsstufenbesten zu sein und in das Ehrenbuch unserer Schule eingetragen zu werden. Also sichtbare Spuren zu hinterlassen, etwas, worauf man stolz sein kann, etwas, was man in 20 Jahren vielleicht seiner eigenen Familie zeigen kann, wenn man wieder ans GAP kommt. Auf die erste Seite unseres Ehrenbuchs haben wir einen Ausspruch Galileo Galileis geschrieben. Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will. Diese Neugier, die Idee von der Neugierde nach Wahrheit als Grundlage von Wissen und Bildung, ist euch, unseren Jahrgangsstufenbesten 2016, eigen. Ihr, liebe auszuzeichnenden Schülerinnen und Schüler, habt auch mehr getan, als ihr tun musstet. Einige eurer Namen sind an der Schule bereits sehr gut bekannt und durch die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben geprägt. Heute allerdings geht es uns rein um die schulischen Leistungen und die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die diesjährige Ehrung war nicht in jedem Falle leicht. In einigen Jahrgangsstufen gab es wirkliche Kopf-an-Kopf-Rennen und ein Hundertstel war manchmal spielentscheidend. Sicher hätten viele unserer Schülerinnen und Schüler heute eine Ehrung verdient. Schließlich konnten jeweils nur einen Jahrgangsstufenbesten nur eine Jahrgangsstufenbeste geben. Da ist es wie im Sport. Wer sind Sie nun, unsere Jahrgangsstufenbesten? Beginnen wir mit der Jahrgangsstufe 7. Ich bitte zunächst die jeweils Klassenbesten, Florian Krause, Applaus
wollt. Alicia Kunert, Leonie Flügel und Emily Forlock. Sketch vorbereitet. Ich hoffe, er gefällt euch und viel Spaß dabei. Schule ist für beide Seiten, Schüler und Lehrer, ein schwieriges Geschäft. Wie das im Alltag aussehen kann, haben wir in einem kleinen Sketch aufgearbeitet. Ach, doch, da schwappte schon. Aus dem Klassenzimmer raus, den Flur entlang, die Treppe herunter, mir mitten ins Gesicht. Herr Schmid, der Jonas hat vorhin so getan, als würde er die Lena hauen. Und dann ist sie voll auf mich raufgegangen. Jetzt tut meine Schulter voll weh. Herr Schmid, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Herr Schmid, meine Sportsachen. Kinder, bitte jetzt. Wir haben doch ausgemacht. Ihr bleibt im Klassenzimmer. Ich komme rein. Wir begrüßen uns und dann könnt ihr euch melden, wenn es was gibt. Aber ich wollte... Nichts aber! Scheiße! Hoffentlich kommt heute nicht der Chef vorbei. Der wollte ja irgendwann mal die Woche vorbeikommen. Naja, mal schauen. Okay, good morning, boys and girls. Good morning, Herr Schmid. Okay, sit down, please. Herr Schmid, der Mädchen hat mich erlaubt. Gar nicht, aber dafür hast du meine Stifte mit Absicht runtergeschmissen. Gar nicht. Okay, jetzt entschuldigt ihr euch beim anderen und dann ist die Sache erledigt. Dominik, hörst du bitte mit den Kippen auf? Aber Vanessa, ich möchte auch nicht, dass du pennst. Tim, hörst du bitte auf zu quatschen? Hä, hab ich doch gar nicht. Hast du ja wohl, ich bin doch nicht taub. Und außerdem, kannst du mir mal sagen, warum deine Finger so blau sind? Ich hab gerade eine Patrone gefunden. Wie, eine volle? Nee, jetzt nicht mehr. Dann schmeiß sie bitte weg. Herr Schmid, ich kann mich heute gar nicht auf den Unterricht konzentrieren. Mein Meerschweinchen ist gestern gestorben. Voll blöd. Und wirklich leid, Caroline. Ja, ist doch gar nicht mehr so schlimm. Ich habe ja noch zwei andere. Na, dann ist doch gut. Herr Schmid, mir tut die Schulter von Freund immer noch voll weh. Jonas, war das Absicht? Was, hä? Herr Schmid, können wir jetzt endlich mit Englisch weitermachen? Na, ihr haltet mich halt die ganze Zeit auf. Okay, please open your books und Patty. Es war doch gerade Pause. Hast du Attest wegen Blasenbeschwerden? Was? Ach, vergiss es. So, now please do exercise 4 und
Schmied, ich verstehe das nicht. Was denn? Alles. Ja, dann musst du halt besser aufpassen. Tu ich doch. Du schwätzt doch die ganze Zeit mit der Anna. Ja, ich hab dir damit doch nur gesagt. Du hast hier gar nichts zu sagen. Wir wollen Schmied Musik. Apropos Musik, Herr Schmied, singen wir heute nochmal das Lied. Klappe jetzt, bitte. Klappe ist aber ganz unfreundlich, Herr Schmied. Ich hab doch bitte gesagt. Ja, trotzdem, das ist Mobbing. Okay, dann Schmied. Ja, was ist denn, Jana? Na, das können wir nachholen. Ach, jetzt! Herr Schmied, was ist eigentlich Mobbing? So, Schluss jetzt! Und weiter. What's your favorite animal? Und jetzt kommt doch bestimmt wieder so Meerschweinchen oder Karnickel oder Zwerghase oder so Straßenköter. Ach, das wär's doch mal. Mäusebussards über den Ding schweben. Herr Schmied? Ja? Ich will meinen Fahrradschlüssel nicht mehr. Was hängt dir da vom Hals? Naja, stimmt, da ist er, ja. Okay, what can you see in the picture? Herr Schmied, ja. Ich hab voll dolle Blau. Ist arg schlimm? Ich weiß nicht. Hält sich bis zum Ende der Stunde aus? Ich weiß nicht. Ja, dann schau mal. Okay, weiter mit dem Ding. Please write down the answers into your exercise. Gibt's da was eine Note? Nö. Ja. So, please open. Wie viele Zeilen brauchen wir? Weiß ich doch nicht, vielleicht 10 oder 15? Wenn die Seite voll ist, darf ich dann auf der nächsten weiterschreiben? Ja, klar! Okay, please write. Kann ich auch meinen Grünstift nehmen? Ja, kannst du. Oder? Nein, das ist meine Farbe. Hör auf jetzt! Okay, please write Sarah and her friend Kim. Das ist doch ja jetzt! Schluss jetzt! Also, Baseband every weekend with Sarah's friend. Ich war letztes Wochenende auch bei meiner Oma. Jetzt reicht's verdammte Scheiße mal nochmal! Es ist doch zum Kotzen! Ah, der Oberstudiendirektor Heinze, was verschafft mir denn die Ehre? Nein, komm, hinsetzen, Maul halten! Sehen Sie, Herr Heinze, ich setze doch nur um, was Ihr Lieblingsbuch Lob der Disziplin gefordert wird. Nämlich Klarheit, Struktur und Autorität. Haben uns doch bestand und wer jetzt noch einmal das sagt, ohne dass er gefragt wurde, bekommt eine gescheuert. Herr Schmied, das dürfen Sie aber gar nicht. Das wirst du gleich sehen, du Giftzwerg. Das sage ich meinem Papa. Nur den Lutscher Major fertig, das verspreche ich dir. Herr Schmied, ich hab Durst. Darf ich meine Wasserflasche auf? Hör doch mal gut zu, du Wasserkopf. Ich schaff... Herr Schmied, ich habe Hunger. Darf ich mein Pausenbrot nachher mit in die Pause nehmen? Was? Na, ich sag dir mal einzupfeifeln, noch so mit dem ich frage und schmecke einheitlich an der Sonnenschule in Nordhessen an. Aber den gibt's gar keinen. Jetzt hört mir mal gut zu, ihr kleinen Wichser. Wer jetzt noch einen Mucks macht, fliegt raus. Genau, raus hier. Und weg hier. Da oben, wo die Luft schön klar ist. Und der Himmel leuchtet. Herr Schmied. Ja? Wir haben aber noch gar nicht die Frage beantwortet. Bitte? What's your favorite animal? Ein Igel. Ein Igel? Nein, ein Adler. Ja, das könnt ihr euch mal als Hausaufgabe bis morgen überlegen. Und wisst ihr was? Ich freue mich drauf, euch morgen wiederzusehen. Ich freue mich auch auf Sie. Und wissen Sie warum? Nein. Sie sind mein absoluter Lieblingslehrer. Toll. Okay, goodbye, was ihr hört. Goodbye, Herr
als nächstes hat unsere Klasse eine Musikinszenierung auch vorbereitet und die werden wir Ihnen jetzt auch allen vorstellen. Wie ich finde, einen exzellenten Schulweg hinter dich gebracht.
Von 12 erteilten Noten in diesem Semester sind 9 Noten mit 13 Punkten oder besser bewertet worden. Und das führt zu einem Gesamtdurchschnitt von 12,93, also sagen wir mal 13 Punkten. Und damit dazu, dass du in diesem Jahr als Jahrgangsstufenbeste ausgezeichnet wirst. Wie eingangs erwähnt, zeichnest du dich nicht nur durch Fleiß und Zielstrebigkeit aus, sondern auch in sozialen Belangen bist du stets hilfsbereit zur Stelle. Ob es sich um Veranstaltungen dabei in der Schule handelt oder ob du deinen Mitschülern, Mitschülerinnen Hausaufgaben und Mitschriften bereitstellst oder ob du am Telefon noch einmal erklärst, was soeben dran war, Katharina, du bist einfach da. Dass du nebenbei noch Zeit hast für deine Freundin, dass du ausgezeichnet Klavier spielst, wie wir ja alle beim Weihnachtskonzert und bei anderen Gelegenheiten bestaunen können. Dass du dazu noch ein Herz für Tiere hast, wie ich mir habe sagen lassen. Und dass du dich außerdem noch intensiv um Fragen des Umweltschutzes und des Klimawandels kümmerst. All das zusammen zeigt, zusammen mit deinen guten schulischen Leistungen, dass dahinter sehr viel Planung, sehr viel Organisation und sehr viel Struktur stecken muss. Ohne einen strukturierten Alltag lassen sich Freizeitinteressen und die Vor- und Nacharbeit eines Schultages nicht bewerkstelligen. Und darüber hinaus, liebe Katharina, schätze ich an dir, dass du stets nachfragst im Unterricht, und zwar so lange, bis du es verstanden hast. Das ist meiner Meinung nach nicht nur ein Zeichen deines Interesses, sondern vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass ich als Lehrer manche Dinge vielleicht etwas besser erklären muss. Mir ist es jedenfalls eine Freude, dass du in meiner Klasse bist. Und ich gratuliere dir sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. So Leute, das war unsere beste Ehrung 2016. Wir wünschen euch viel Spaß in den Ferien und gute Freude. Jetzt schon als Ausmarsch genutzt habt, denn ich möchte doch noch einiges erwähnen. Traditionsgemäß möchte ich aber diesen letzten Schultag heute auch nutzen, um einige Ereignisse hervorzuheben, die vielleicht nicht immer mit der akademisch besten Leistung verbunden sind, die aber entscheidend sind, auch was die Verbundenheit der Schülerinnen und Schüler mit unserer Schule angeht und auch die Außenwirksamkeit unserer Schule betreffen.
Auf den Zeugniskonferenzen vor einer Woche wurden von euren Lehrerinnen und Lehrern folgende Schülerinnen und Schüler und Ereignisse benannt. Laura Zander und Sarah Neumann aus der Klasse 9-4 haben das Fest der russischen Sprache besonders engagiert vorbereitet und unterstützt. Leon Grunau aus der Klasse 7-4 hat sich besonders aktiv in die Arbeitsgemeinschaft Geschichte und Archäologie in Grevesmühlen eingebracht. Er war bei den Grabungen im Questiner Wald beteiligt, hat ein Interview mit einer Zeitzeugin geführt und einen Bericht über die Arbeitsgemeinschaft für das Grevesmühlener Heimatheft verfasst. Rosa Schlonsack, Marie Kelling aus der Klasse 10-2 und Jasmin Willert aus der Klasse 10-3 haben unsere Schule erstmalig erfolgreich beim naturwissenschaftlichen Wettbewerb Jugend präsentiert vertreten. Über die erste Runde des Wettbewerbs hinaus, mit mehreren hundert Teilnehmern, schafften die drei es, zu den besten 200 Teilnehmern zu gehören und nahmen in Hamburg an der Qualifikationsrunde teil. Hier konnten Rosa Schlonsack und Marie Kelling die Jury überzeugen und qualifizierten sich für die Präsentationsakademie und das Finale. Nun werden sich Rosa und Marie vom 15. bis 17.09.2016 dem zweitägigen Finale in Berlin stellen. Christoph Mark ist ein national und international erfolgreicher Pferdesportler. Im Springreiten wurde Christoph im August 2015 Mannschafts-Europameister. Im jährlichen Preis der Besten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung konnte Christoph in diesem Jahr bereits die Goldmedaille und den Ehrenpreis bei den Junioren ergattern. Aktuell, so auch heute, ist Christoph vom Deutschen Olympischen Komitee Reiterei zu einem Trainingslager in Warendorf eingeladen. Von dort wird er bereits am Wochenende zu den diesjährigen Europameisterschaften nach Irland aufbrechen. Wir wünschen ihm von hier viel Erfolg bei dem größten Turnier des Jahres. Vordere Plätze. Bei der zweiten Runde der Mathematik-Olympiade belegten Marcel Knabe und Friedjof Haugwitz aus der Klasse 8-4. Beim Wettbewerb Big Challenge waren Birte Redersburg, Janne Müller, Elisa Marie Michel, alle aus der Klasse 8-4, besonders erfolgreich. An der DELF-Prüfung hat sich Jan Mattes Dörre erfolgreich beteiligt. Das international anerkannte Sprachdiplom DELF überprüft die Französischkenntnisse von Nicht-Muttersprachlern. Durch die DELF-Prüfung erwerben die Teilnehmer ein unabhängiges Diplom, das ihnen mündliche und schriftliche Sprachfertigkeiten, also Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben, bescheinigt. Das DELF-Diplom wird später mit dem Zeugnis zusammen übergeben. Abschließend möchte ich Melia Kalweit nach vorne bitten. Melia ist wohl ein Grund dafür, dass wir Lehrer sagen können, ja, darum bin ich Lehrerin oder Lehrer geworden. Melia kam eines Tages in mein Büro und erzählte mir, dass sie völlig selbstständig in einem Jahr die japanische Sprache gelernt hat. Völlig selbstständig. Sie hat mithilfe ihrer japanischen Freundin, die sie aus dem Internet kennt, täglich und mit ganz viel Selbstdisziplin gelernt und schließlich eine Sprachprüfung im Internet abgelegt, die
Sie ihr hervorragende Kenntnisse der japanischen Sprache bescheinigen. Wie? Mit ganz viel Eigeninitiative und Kreativität hat Melia sich dann schließlich um ein Stipendium für ein Austauschjahr in Japan beworben. Ich denke, dass Melias Beispiel zeigt, was möglich ist, wenn man etwas wirklich will. Heute trägt Melia die japanische Schuluniform der Schule ihrer japanischen Freundin und wird uns gleich noch etwas dazu berichten. In einem Jahr hier nochmal zu stehen. Und das nicht als Moderatorin, sondern als Geehrte. Und das für Engagement meines Lieblingslandes, das Land der aufgehenden Sonne, Japan. Doch zunächst möchte ich einmal sagen, Japan war schon immer mein ständiger Begleiter. Es war immer bei mir. Und als ich vor einiger Zeit über Austauschschüler in Japan hörte und dies auch las, die Austauschschüler berichte, war ich noch motivierter. Und auf einmal packte mich der Ehrgeiz, denn ich wusste, genau das kann auch ich schaffen. Ich lernte als Autodidakt die Sprache des Landes. Ich beschäftigte mich viel mit dem Land, tat auch viel Organisatorisches, wie riesige Stapel von Unterlagen für die Organisation. Denn ich denke, dass mit Motivation, Eigeninitiative und Engagement alles möglich ist. Doch manchmal braucht man auch die Unterstützung seines sozialen Umfeldes. Und genau deshalb möchte ich meinen Freunden und meiner Klasse dafür danken, dass sie mich immer unterstützt haben. Angefangen mit moralischer Unterstützung bis mit zum Mitwirkungen bei meinem kreativen Beitrag und meinem Motivationsaufsatz. Auch dem Lehrerkollegium und der Schulleitung möchte ich ganz doll danken, dass sie so viel Organisatorisches für mich getan haben. Und mein größter Dank, der gehört meiner Familie, vor allem meinen Eltern, ohne die es gar nicht erst möglich gewesen wäre. Und nun kann ich mit besten Aussichten auf das Jahr 2017 gehen und weiß, dass ich mit größter Wahrscheinlichkeit einen Auslandsaufenthalt bei meiner Freundin in Tokio haben werde. Doch zu zuletzt möchte ich auch an euch appellieren. Denn wie ich euch alle hier sehe, habt ihr auch bestimmt Träume und Wünsche. Wenn ihr mit Engagement und Motivation rangeht und euch dann noch am besten Unterstützung sucht, dann glaube ich auch, dass auch eure Träume wahr werden. Und wie die Japaner so schön sagen, Nace Banahu, nichts ist unmöglich. Und genau dem stimme auch ich zu. Herausragenden Erfolge unserer Sportler erwähnen in diesem Schuljahr der Volleyball- und Fußballmannschaften. Ich weiß, dass der ein oder andere jetzt vielleicht ein bisschen traurig ist, dass sein oder ihr Name hier nicht genannt wurde. Und es ist auch gut so, dass es viel mehr Erwähnenswertes gibt, als das, was heute hier gesagt werden kann. So eine Auszeichnungsveranstaltung aber will sorgsam vorbereitet sein, damit sie für uns alle eine wirkliche Auszeichnung ist, woran man sich gern erinnert. Die Klasse 7-4 unter der Leitung von Herrn Dr. Fischer hat die heutige Ehrung als Klassenprojekt vorbereitet. Ich weiß, dass die Vorbereitungen sehr zeitaufwendig waren. Pläne wurden entwickelt und wieder verworfen. Ich bin mir aber auch sicher, dass die Vorbereitung Spaß gemacht hat und ganz bestimmt einen Beitrag zum Zusammenwachsen der Klasse 7-4 geleistet hat. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7-4, habt Ideen gewälzt, geprobt, Verantwortlichkeiten festgelegt, kurz Projektarbeit im Team geleistet. Mika, ich bitte dich stellvertretend für deine Klasse nach vorn, um ein kleines Dankeschön für die Nachfeier gleich in eurer Klasse entgegenzunehmen. Allein hättet ihr diese große Aufgabe für unsere Schule nicht meistern können. Im Namen aller Anwesenden danke ich deshalb dem Klassenleiter Herrn Dr. Fischer, allen beteiligten Eltern der Klasse 7-4, Frau Rüß und unseren Hausmeistern sehr, sehr herzlich für ihren Einsatz. Nicht zu vergessen unsere hervorragende Schüler- und Lehrerband.
so was Frau Rüß in Vorbereitungen für diese Veranstaltung alles getan hat, das ist gar nicht in Worte zu fassen, deshalb Ines, bitte ich dich auch kurz nach vorne. Jede Schokolade wurde eingepackt, liebevoll eingepackt von Frau Rüß und sie hat hier die Fäden in der Hand und alles organisiert. Vielen, vielen Dank. Ja, und ihr habt heute auch gesehen bei der Ehrung der Jahrgangsstufen Besten, dass Herr Schmidt als Vertreter des Schulfördervereins, als der Vorsitzende des Vorstands immer wieder vorne war. Und jeder, der hier sitzt und jede, die hier sitzt, ist im Verlauf des Schülerlebens bereits in den Genuss der Förderung durch unseren Schulförderverein gekommen. Und deshalb möchte ich in unser aller Namen auch Herrn Schmidt ganz, ganz herzlich danken für den Förderverein. So, liebe Schülerinnen und Schüler, das war nun auch meine letzte Bestenehrung am Gymnasium am Tannenberg. Nach 10 Jahren als stolze Schulleiterin am Gymnasium am Tannenberg werde ich selbst dann auch dem Prinzip des lebenslangen Lernens folgen und mich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Mit dem neuen Schuljahr werde ich eine Stelle als Schulrätin im staatlichen Schulamt Schwerin antreten. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bedanke mich bei euch allen sehr, sehr herzlich, denn ich habe täglich viel von euch lernen dürfen. Vergesst nicht, dass ihr stolz sein könnt, an einer Schule wie dem Gymnasium am Tannenberg zu lernen. Ich werde euch auf jeden Fall vermissen, das weiß ich. Und ich weiß aber auch, dass Frau Großmann die Schule zunächst kommissarisch sehr kompetent und mit viel Herzblut leiten wird. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Schulleiterin übernahm. Mit klaren Zielen vor den Augen spornte sie stets die Schülerschaft und das Kollegium an. Einige Highlights seien hier nun aufgeführt. So ergriff Frau Debold die Initiative, das GATT mit seinem besonderen Engagement auf mathematisch-naturwissenschaftlichem Gebiet dem Bewerbungsverfahren des MINT-EC zu unterziehen. Seit 2009 sind wir stolzes Mitglied des MINT-Exzellenzzentrums. Wir haben seitdem 2-mal erfolgreich die Wiederzertifizierung geschafft. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, füllen diese Mitgliedschaft nun mit Leben. Durch die Teilnahme an diversen Camps, Fortbildungen, Teilnahme an zahlreichen naturwissenschaftlichen Wettbewerbe überhaupt in allen Bereichen und natürlich durch das tägliche Engagement im Unterricht. Hier reiht sich nun auch die besser gewordene technische Ausstattung des GATT ein. Frau Debold verfolgte sofort ein nächstes Ziel, den Schulversuch auf dem Weg zur Medienschule. Seit wenigen Wochen dürfen wir uns Referenzschule für Medienbildung nennen. Ein nicht zu unterschätzendes Ergebnis dieses Schulversuchs ist, dass es an unserem Gymnasium kein Handyverbot gibt, sondern
sondern die Handys als mobile Endgeräte tatsächlich ihren Einsatz im Unterricht finden. In den 10 Jahren hat sich durch Frau Debolds Einsatz eine Schulpartnerschaft mit einer amerikanischen Schule in North Carolina, Mecklenburg County entwickelt. Ein weiterer Schüleraustausch wurde mit einer Schule in Kiew initiiert. Leider konnten wir diesen aus Gründen der komplizierten politischen Lage nicht aufrechterhalten. Aber alle Russischschülerinnen und Russischschüler zumindest wissen, dass wir eine neue Partnerschaft anstreben mit einer Schule in Weißrussland. So könnte ich jetzt hier diese Laudatio für Frau Debold fortsetzen. Seminarschule, Ausbildungsschule, Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage seien auch noch genannt. Ich habe einige Highlights hier angesprochen und möchte noch ein paar Worte zur Persönlichkeit sagen. Frau Debold hat mit großem Einfühlungsvermögen und Fairness das GAT geleitet. Gegenseitigen Respekt gegenüber jedem am GAT lebte Frau Debold. Frau Debold hatte stets eine offene Bürotür und damit ein offenes Ohr für die großen und auch kleinen Probleme. Sie meisterte eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Eltern, diversen Partnern in Grevesmühlen und Umgebung. Natürlich bleibt der Unterricht im Zentrum an einer Schule. Hier beeindruckt Frau Debold mich nach wie vor immer wieder mit ihrem enormen Interesse und Können, neueste elektronische Medien und Geräte einzusetzen, die auch zu beherrschen, moderne Unterrichtsmethoden umzusetzen und nicht zuletzt mit ihrem Fachwissen. Ich denke, dieser Schule geht eine fantastische Lehrerin und äußerst kompetente Schulleiterin verloren. Rechnet man mal quer, so sind in 10 Jahren pro Jahr 70 bis 80 Abiturienten haben unsere Schule verlassen, hat Frau Debold 700 bis 800 Schüler durch das Abitur begleitet und schlussendlich feierlich entlassen. Liebe Frau Debold, für den neuen Abschnitt wünschen wir von ganzem Herzen Gesundheit, viel Kraft und Energie. Und weil der neue Abschnitt auch etwas mit Schule zu tun hat, gibt es eine Schultüte, das vielleicht die Süßigkeiten, die ersten Arbeitstage im Schulamt erleichtern. Ja, ich bin ganz gerührt und bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Verabschiedung. Und ich wünsche euch nun allen richtig schöne Ferien, erholt euch gut und einen guten Start dann.